Namen Wikinger, wir spielen heute mal eine Runde. Es geht auf dem Gommes-Server, Teams erlaubt, ganz alleine. Auf der Map Wool City, die gute alte. Oh, ich habe den Goldapfel gekriegt. Ist zwar nicht das allergelbste vom Ei, versteht ihr? Gelb, Gold. Okay, ich lasse das mal lieber. Oh, das ist natürlich eine Kiste, der man echt was anfangen kann auch. So, dann können wir direkt erstmal auf die Leute gehen. Erstmal den Lobob töten, dann den Typen töten. Digga. Dankeschön. So, und dann die Goldhose wegwerfen. Ich laufe einfach trotzdem meine Route. Lass mich jetzt einfach nicht davon abbringen. Und ja, ich habe mir eben gerade ein bisschen die VBT-Qualis 2015 gegeben. Habe ja diese Serie laufen gehabt mit dem lieben Julian zum Thema Battle Rap. Und da passt das natürlich rein, dass ich mir, dass ich immer auf dem neuesten Stand bin, was sowas angeht. Ich habe lange gezögert reinzuhören, weil... Naja, die Erwartungshaltung ist ja schon recht hoch, aber es ist eigentlich ganz schön. Rappers in, die guten alten Rappers in Leute, die schon seit Jahren das Ganze organisieren, die haben so eine kleine Vorauswahl getroffen, die sie auf ihrem Kanal hochgeladen haben. Und ja, das finde ich eigentlich recht nice, recht chillig. Kann man die irgendwie auseinanderkriegen, sodass man... Dass man gegen die kämpfen kann? Ich weiß es nicht. Wir lassen das mal lieber, habe ich gehört. Okay, dann sehen wir uns halt im Deathmatch und ich werde irgendwie sterben gegen die. Aber ist ja auch egal. Ist ja meine eigene Wahl, dass ich hier Teams erlaubt spiele, ganz alleine. Okay, soll ich irgendwas eingeben in den Command-Block? Weiß ich nicht. Wäre ganz nice eigentlich. Die Sache ist, dass mit dem Command-Block ist halt in 50% der Runden so. Ja, aber VBT 2015, ich bin mit der Erwartungshaltung reingegangen, okay, das kann mal wieder ganz schön ins Auge gehen. So wie dieses komische Irgendwas-Turnier, keine Ahnung, Fun-Turnier. Was, weiß ich auch nicht, was das sein sollte. Das war, glaube ich, 2014 noch. Oder dieses Städte-Ding, weiß ich auch nicht. War eine coole Idee, aber schlecht umgesetzt und im Allgemeinen nicht so das Allergelbste vom Ei. So. Brauchen wir noch mehr? Nee. Ich bräuchte meinen Kompass, Dudes. Vielleicht gibt's den hier unten. Dann könnte ich ein bisschen mehr Action hier reingeschalten. Ja, aber tatsächlich... Oh, da sind Leute. Tatsächlich ist VBT nicht so schlimm wie erwartet. Ah, ist dann doch ein Team. Okay, erster down, zweiter down. G to the G. Genau aus diesem Grund spielt man Teams erlaubt und nicht Teams verboten. Finde ich gut, dass man auch mal Teams kriegt. Das sieht schön aus. Einfach weil das auch die Spannung so ein bisschen höher treibt. Also ich meine, das Spiel ist einfach so ein bisschen beschnitten dadurch, dass Teams nicht erlaubt sind. Ist natürlich eine Wahl, die man treffen kann. Ich möchte ohne Teams spielen, aber mit Teams ist es halt deutlich spannender, finde ich. Aber andererseits natürlich auch ein bisschen schwerer. Okay, wo ist der? Ist der oben? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, oder? Wie kommen wir denn da am besten hoch? Gar nicht. Will ich da überhaupt hoch? Ja, hier ist eigentlich schon ganz nice. Ich habe zwar kein Level und es gibt hier, glaube ich, in der Nähe ein Enchantment Table. Ich habe die Map nie ganz verstanden. Ich bin immer nur meine Route gelaufen und das war's. So, da sind auch zwei Leute drin. Ich habe aber auf jeden Fall ein Feuerzeug, deshalb sollte ich da nicht die Probleme haben.
Okay. Vielleicht doch. Weiß man nicht. So. Okay, einmal die hier. Zack. Dann einmal. Okay, das haben die gehört. Schade. Obwohl, der möchte nicht abziehen. Okay. GG. Den kann ich auch dann direkt töten. Okay. Zweites Team geholt. Ist schön. Macht Spaß. Und full. Ja, ich bin full. Sehr schön. Deathmatch startet auch gleich. FFA. Ich frage einfach mal. Kann ja sein. Ja, yes. Sehr schön. Okay, vielleicht haben die sich auch gegen mich verbündet und wollen mich nur im Glauben lassen, dass das Ganze ein FFA wird. Sehr fair. Sehr schön. Ich bin eben gerade nämlich auch durch eine Runde durchgekommen mit Murmeltier Games und ja, dann im Deathmatch ohne Feuerzeug, wohlgemerkt, auf ein paar Leute getroffen, die nicht so nett waren. Es waren halt so zwei Typen, die dachten, jo, wir sind mal ganz krass, wir wrecken den zu zweit, ist stark, so dachten die sich. So wie man das halt denkt heutzutage. Gibt's hier eine Kiste in der Mitte? Ich glaube nicht. Okay, dann bin ich bereit. Dann hole ich mir den mal von hinten sozusagen. Von hinten in seine Schnauze. Ich habe mal den Bogen auf 9 gepackt, so wie Pasti, weil man ihn ja eigentlich gar nicht braucht auf einem Hotkey. Finde ich. Beziehungsweise sagt mir mein Verstand. Denn, keine Ahnung, Bogen auf dem Hotkey bringt ja eigentlich nichts mehr, als dass man da schnell drauf kommt. Und wann muss man mal schnell zum Bogen greifen? Außer man möchte jetzt irgendwie einen spammen und dafür fehlen mir einfach die Pfeile. Oder ich hole mir den Pfeil. Ich habe ja gerade gar keinen Schaden. Ich weiß gerade gar nicht, auf wen ich mich konzentrieren soll. Ich sag mal, den Eber möchte ich mir schon gern holen. Let's Eber. Schon ein geiler Name. Von der Firma her. So, und noch den hier. So, dann möchte ich dich auch noch holen. Guck, jetzt brennst du. Oh, habt ihr das Feuerzeug gesehen? GG. Ja, jedenfalls waren ganz gute Qualis dabei. VBT 2015 kann so bad. Ja, dankeschön. Kann kommen. Ich freue mich drauf, denn keine Ahnung, es sind eben ein paar Leute dabei, die man auch so ein bisschen kennt. Nicht die allerbesten, nicht die allerschlechtesten. Naja, die allerschlechtesten werden doch wieder dabei sein. Aber das, was auf Rappers Inn hochgeladen worden ist, ist schon schön. Schliever finde ich immer recht gechillt. Entertainment, ja, AT und so weiter. Also die ganzen JBB, Müllrapper sind dabei. Die sind, also ich finde die cool. Außer so Cinema, Karma mag ich nicht so gern. Laska ist nicht dabei. Zum Glück, ich mag den nicht so gern. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass viele den gern mögen. Ja, kann ich eigentlich nachvollziehen. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bisschen planlos, ein paar Teams gerackt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Wenn nicht, könnt ihr auch eine Bewertung dalassen. Negative Bewertungen jucken mich nicht, ist halt auch Feedback. Und ja, könnt mal schreiben, ob ihr euch das schon mal angeguckt habt. Das würde mich interessieren, ob ich euch denn zum Battle Rap sozusagen ein bisschen bewegt habe. Sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich bin's wie immer, euer Viking Nabend.